Weiter geht's bei Knock Knock oder Knock Knock. Wir sind wieder hier in diesem Haus und müssen wahrscheinlich wieder über das Licht anschalten bzw. ausschalten oder sonst was machen. Ach, wir wissen noch nicht, was wir machen müssen. Woher soll ich denn wissen, was wir machen müssen? So, wir schauen mal an, was hier in dem Raum ist, denn das sollen wir immer untersuchen. Hier ist irgendwie nichts. Malerei an der Wand. Das war's. So, wir gehen erstmal nach unten. Hinten in diese komischen, weit wegliegenden Räume. Hier knarrt es schon wieder. Haben wir das Licht oben ausgemacht? Ja. So, hier in dem Raum ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter. In den nächsten Raum. Wie findet ihr meinen neuen Greenscreen hinter mir und mein Chroma Key? Ich finde, es sieht ganz cool aus. So, da ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht was. So, so ein Typ ist hier mal nicht. Oder noch nicht. Ja, schön, es klopft schon wieder. Wunderbar. So, was haben wir hier? Können wir was machen? He is playing hide and seek by himself. Ja, mache ich. Ich verstecke mich gerne selber. I know where you are, sagt es zu mir. Was auch immer. Oh, hier ist was. Natürlich weiß es, wo ich bin. Jetzt machen wir mal hier schnell das Licht an. Ich hoffe. Oh nein, das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich ganz schlecht. Jetzt hat es mich erwischt. Was bedeutet das? Wir müssen den Tag von vorne anfangen. Das ist aber schlecht. Das ist aber doof. Das war auf alle Fälle nicht die gute Taktik, obwohl. Ah, da hinten hinlaufen ist, finde ich eigentlich schon eine gute Taktik, denn. Ja, okay, Entschuldigung, dass ich jetzt weggedrückt habe, da war ich etwas voreilig. So, wieso kamen die denn jetzt so schnell? Kommen die immer so schnell oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir machen hier mal wieder an. Ich meine, vielleicht muss ich den ja auch in anderen Ebenen. Vielleicht sollte ich hier das Licht einfach mal anlassen. Vielleicht wird er dann ja nach oben gelockt. Man weiß es ja nicht. Und vielleicht soll ich auch nicht hier anfangen. Sondern sollte erstmal hinten die Räume machen. Problem ist halt echt, dass ich sehr lange brauche, wenn ich das nicht mache. Ich habe die Befürchtung, das hilft mir auch nicht wirklich, weil der jetzt bestimmt gleich irgendwo kommt. So, ich muss ich. Welche Tür? Mit lehmigem Mund. Komm, mach hin. Wir haben keine Zeit dafür. Kommt jetzt schon wieder irgendwo was? In dem Raum kann ich mich zumindest verstecken, wenn es denn hilft. So, irgendwo scheint jetzt auf alle Fälle so ein Vieh aufgetaucht zu sein. Ja, erschreckt mich doch nicht so. So, da oben ist es. Ich hoffe, da bleibt es auch. Oder kommt es jetzt hier runter? Ne, es ist immer noch oben. Vielleicht kommt ja auch noch ein anderes dazu, ich weiß es nicht. Beziehungsweise wir wissen es nicht. Oh, hier knistert das Lämpchen. Listen. Ich sehe gerade nicht, wo er ist.
Aber hier ist das kleine Figürchen. So, wir müssen auf alle Fälle hier rüberkommen. Oh, das war schlecht. It knows where you are. Ja gut, aber was soll ich denn da jetzt machen? Kommen Sie jetzt vielleicht hier runter? Hey, you. Und wenn ich jetzt das Licht ausmache? You thought about it. And now, kommt das dann runter? Na, seht ihr es noch? Doch, jetzt ist es ganz da oben. You thought about it. And right then, das kommt wieder. Kriegen wir die Lampe schnell genug an? Das wäre gut. Und jetzt gehen wir ganz hoch. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Ja. Oh, das ist gut. Ich glaube, damit kriegen wir die Zeit auf alle Fälle wieder schön vorgedreht. You are seeing it all wrong. So, der ist immer noch da. Wir gehen dann einfach mal ganz hoch, denn wir wachen jetzt gleich auch wieder auf. Ich weiß nicht, haben wir dann die Nacht überlebt oder? Ich glaube schon, oder? Dann haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht jetzt. So, wir gucken uns mal noch an, was hier oben ist. Aber wie gesagt, die Nacht ist jeden Moment vorbei. Und ich würde vermuten, dass wir jetzt gleich aufwachen. So. Er denkt, dass er im Schlaf sein Tagebuch zerreißt. Ihm ist... Als verbrauche er während des Schlafs sein eigenes Leben. Verstehe ich nicht. Warum habe ich das im Schlaf geschrieben? Was bedeutet es? Ja, wenn du es nicht weißt, können wir uns hier aufhängen? Oh, Moment, sind wir nicht fertig? Doch, wir sind fertig. Es ist morgens und wir müssten eigentlich auf dem Strahl bzw. auf dem Wirbel ein Feld nach vorne gehen. Etwas Neues. Dieses Spiel muss im Dunkeln gespielt werden. Setz dich vor ein Fenster und schließe die Augen. Stell dir vor, dass etwas Neues in der tintenschwarzen Dunkelheit vor dem Fenster erscheint. Sag zu dir selbst, es ist da. Ich habe es nur vorher noch nicht gesehen. Wiederhole dies, bis du spürst, dass jemand dich durch das Fenster beobachtet. Dann verlasse den Raum. Juhu! Wir rücken eins vor. Da oben dieses Monstergesicht, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. So, wir müssen eigentlich wieder in den kleinen Häuschen rein, wahrscheinlich. Ist es das? Oder das... Das sieht jetzt auch schon wieder anders aus, oder? So, hier machen wir erstmal Licht an. Wir suchen ja immer noch nach dem Tagebuch. Du hast dich selbst vernachlässigt, dein Haus ist vernagelt, verfallen und verlassen. Am besten reparierst du es, sobald wie möglich. Sie ist schon nah. Aber wer ist denn I? Sie? Aber ich kann doch sowieso gar nichts machen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. So, da... Gucken wir hier noch und ansonsten gehen wir nochmal da hoch, gucken, wo die Leiche ist. Oh. Was im Haus schrecklich scheint, wird aufhören, dich zu ängstigen, wenn du in den Wald hinausgehst.
Berühre sie ohne Angst, öffne deine Augen, fürchte dich nicht hinzusehen, fürchte dich nicht zu sehen. Dies ist nicht der Tod, sondern einfach nur eine neue Zeit. Es gibt keinen Tod. So, die Tür bleibt ja zu. Ich glaube, bis wir alle Räume durchsucht haben, oder? Wie war das noch? Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier rüber. Das immer für Geräusche. Ja, ich komme ja gleich zur Tür. So, das setzen wir mal ein. Es kommt von der anderen Seite aus näher. Ich muss mich beeilen. Da ist die Tür auf. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in den Wald hinaus, oder? Ich weiß zwar immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Außer, dass das Spiel eine gute Atmosphäre hat, weiß ich wirklich gar nichts bis jetzt. So, sie ist im Wald, hat er eben gesagt. Vielleicht dieses eine Mädel, das wir mal gesehen haben. Das ist schon ein bisschen her, ich glaube schon, das war in der ersten Folge. Ja, hier sind wir wieder im Haus und dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder rein. Ich weiß ja nicht, warum wir mal rausgehen und dann rein, aber... ist dann wohl so. So, wir gucken uns mal das Haus an. Das ist gleich wie eben. Schau nicht hin. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Auswirkungen gemerkt, wenn wir das Licht anlassen. Deswegen, das verstehe ich nicht so ganz. Wir müssen auf alle Fälle diese Geräte finden, damit die Zeit schneller voranschreitet. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Und das werden wir jetzt auch wieder so machen. Hallo. Orte finden, wo wir uns verstecken können. Ich glaube, hier unten konnten wir uns ganz gut verstecken. Also was heißt ganz gut? Wir konnten uns hier unten verstecken. Gäste wie diese erscheinen nur im Dunkeln, weil die Schatten sich durch die Wände des Hauses fressen. Oh, sehr gut. Das können wir schon mal benutzen. Haben wir schon einen Gast? Ich sehe keinen. Seht ihr einen? So, wir machen das Licht an. Wir haben noch keinen Besucher. Merkwürdig. So, hier drin gab es was zu entdecken. Wir suchen doch hier nicht auch das Tagebuch, oder? Nee. So, hier drin ist generell nichts. Ach, hier scheint noch was drin zu sein. So, hier ist noch was in dem Raum. Ich weiß immer noch nicht, ob wir jetzt schon wieder... Don't run, I'll be quick. Hey, wieso wird das hier abgeschlossen?
Oder? Sehe ich das falsch? Ja. Ist das jetzt hier ein Special Event oder was ist das hier? Chaos und Dunkel. Ja, aber was erwartet dich hier drin? Ich weiß nicht, was ist das hier? So, nu? Jetzt wieder an der Tür vorbei? Ja, natürlich. So, dann gehen wir mal durch. Versteh's nicht. Jetzt muss ich das Haus hier nochmal machen. Oder? Nee, das ist jetzt wieder ein anderes Haus. Was? Ich finde das Spiel super, es gefällt mir auch voll gut. Ich verstehe es einfach nur nicht. Ich bin einfach zu dumm dafür. Ich weiß auch nicht, warum ich das die Lichter immer ausmachen soll. So, was ist hier unten? Mal schauen. Oh, was ist das denn? Da kommen viele unheimliche Geräusche. So, gehen wir mal weiter. Gleich klopft es bestimmt wieder an der Tür. Wir gehen mal hier runter gucken, was hier im Keller ist. Ich glaube, hier im kleinen Haus kommen irgendwie nie Monster. Ich weiß aber auch noch nicht so ganz warum. Scheint nichts zu sein. Wir gehen mal hier hoch. Oh. Ist irgendwo ein Gegner? Nee. Irgendwas hatte ich doch gehört. So, hier im Raum ist gar nichts. Dann machen wir das. Oh, hier im Raum ist aber was. Da lassen wir mal gerade suchen. Muss das Öffentliche zugeben, er weiß aber nicht wie. Es ist ihm über. Machen wir mal Licht an. Oh. Was heißt das jetzt, dass da oben ein Gegner ist? Ich weiß nie, was das bedeuten soll, wenn die Blitze da so einschlagen. Weiß nicht, ob ich die Tür jetzt aufmachen sollte oder vielleicht besser nicht. Naja, in erster Linie ist mal nichts hier. Ist was im Zimmer? Nee, na dann gehen wir mal hoch. Oder? So, ich weiß immer noch nicht, was das Auge bedeuten soll. So, hier ist aber auch nichts. Ist unten der Eingang auf. Naja, wir gehen einfach wieder runter, würde ich sagen. Was kennst du? Ich
So, hier kommt noch irgendwas in dem Raum. Ich erschrecke mich ja schon jedes Mal ein bisschen, ne? Unheimlich ist es schon. Mal gespannt, was jetzt dahinter ist. So, dann machen wir hier mal wieder schnell Licht an. Jetzt ist hier das Auge wieder. Hä? Sehr merkwürdig. So, dann machen wir hier vorne nochmal auf. Oh. Was jetzt? Sind wir jetzt schon wieder kaputt? Ich glaube, wir sind schon wieder kaputt. Irgendwie verstehe ich es nicht. So, in welchem Haus wachen wir jetzt auf? Hey, das ist jetzt wieder das große Haus. Aber die Fußabdrücke waren eben bestimmt noch nicht hier gewesen. Zumindest nicht die vielen. Hierher, ihr kleinen Vögelein, versammelt euch beim Marmorfest. Aber wir finden doch immer neue Hinweise. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie festhängen. So, die Maschine bediene ich immer gerne, weil Ziel des Spiels ist es ja, dass wir die Nacht überleben und die spult die Zeit halt immer gut vor. So, mal gucken, was hier in dem Zimmer ist. Dann gehen wir jetzt mal hier ganz runter in den Keller. Wer reißt die Seiten heraus? So, mal gucken, was hier unten ist. So, wir haben mal noch keine ungebetenen Besucher, oder? Oh, hier ist noch ein Gegenstand drin. Laub. Jetzt ist hier auch ein Gegenstand drin, also manchmal. Hier war ich doch gerade eben schon. Jetzt ist hier die Leiche. Ist hier auch noch was drin? Nee. So, da durften wir eben nicht reingehen, das ist so bum bum bum. Gedonnert. So, jetzt können wir hier reingehen. So, komischen Besuch haben wir auf alle Fälle, glaube ich, noch nicht. Nicht, wer hier klopft. Gucken, was hier unten ist. I want to see you. Where are you? Ja, ich möchte euch alle auch sehen, nur jetzt halt irgendwie nicht. Ich sehe mal niemanden. Oh, da oben ist wieder diese fiese Gestalt. So, ich glaube, hier taucht was auf, wo wir uns verstecken können. Das sollten wir auch unbedingt nutzen. Und hier können wir die Zeit vorspulen. Aber sollte hier nicht noch irgendwas auftauchen, wo wir uns verstecken können? Ich glaube schon, ne?
Ist er unten? Nee, oder? This is the wrong house. So, gleich ist morgen, von daher verstecke ich mich jetzt hier hinter, bis die Zeit vorbei ist. So, das war's, es ist morgen. Haben wir es jetzt geschafft? Wir suchen ja immer noch unser Tagebuch, das haben wir jetzt ja immer noch nicht gefunden. Alles lebt. Dies ist ein Spiel, das in der Stille gespielt werden muss. Rufe die Gäste. 2 Stunden vor Sonnenaufgang. Jeder wählt für sich selbst die Rolle eines Menschen. Danach bewegen sich die Gäste leise durchs Haus. Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Früher oder später wirst du eine Stimme hören. Hierher, ihr kleinen Vögelein, versammelt euch ums Marmornest. Dann sollten alle sofort erstarren. Wenn das Gerascheln nicht aufhört, ist das Spiel sofort zu Ende. Denn das Unsichtbare ist unter euch. Weiter geht's. Läuft. So, jetzt sind wir wieder in dem kleinen Haus. Sehe ich das richtig? Naja, wir sind in einem Haus. So. Da müssen wir definitiv hin. Und das machen wir beim nächsten Mal. Das hören wir uns beim nächsten Mal an. Auf Wiedersehen.